So, weiter geht's mit einer neuen Runde Live. Wir sind auf Dragon Crusade. Das erste, was wir erstmal machen, ist vielleicht erstmal Dungeon farmen, beziehungsweise Daily Dungeon farmen. Weil Ampli eine Minute Pena Buff ist ziemlich nice. Also, gut, ich meine, Gicken wäre natürlich auch ziemlich nice. Oder wahrscheinlich sogar noch besser, weil Gix droppt mir, was im letzten Mal droppt, irgendwie 9 Millionen oder so pro Charakter. Also 18 Millionen für einen Gig im Prinzip. Und nochmal 10% mehr ist natürlich dann super. Aber gut, ich meine natürlich jetzt auch im Daily Dungeon gibt es ja echt ganz gute Pena Drops eigentlich und das geht eigentlich. Genau, deswegen machen wir es am besten einfach schon so und bringt das, glaube ich, zumindest auf kurz oder lang mehr. Kurz mal schauen, was ist da alles wieder aus? Vita, Fly for Fun. I. Genau, okay, perfekt. Noch den Skill aktivieren. Upcut ist wieder aus. 3,8k Attack. Ja, ich meine halt diese Demols, das wäre natürlich schon geil. Aber bin mir nicht sicher, ob das wirklich wert wäre, weil. Ich meine, es sind nicht plus 20. Und sie sind trotzdem ziemlich teuer. Deswegen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. So, Pet Awake. Das ist zwar ganz nett, aber es bringt uns aktuell eigentlich nichts. Weil 7 STR ist erstmal ziemlich nice und mehr braucht man eigentlich nicht wirklich. Also zumindest momentan halt nicht. Vielleicht später irgendwann bestimmt, aber ansonsten. By the way, mir fällt gerade ein, wir haben noch diese zwei Angels-Äxte. Ist da. Da ist Wasser plus 3 drauf. Ich weiß nicht genau. Ach so, Äxte. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich mehr Schaden macht. Halt mehr Crit-Rate und so, aber kritisch. Wortwörtlich kritisch. Nein, machen glaube ich damit weniger Schaden. Ultiwaffen sind in Flive einfach. Ich würde nicht sagen OP, aber. Du kommst mit kaum was dagegen an. Also ich meine, Ultiwaffen, selbst wenn das irgendwie irgendwelche Schwerter sind, die man sonst eigentlich nie nutzen würde. Aber wenn es dann einfach Ultis sind und allein dieser Ulti-Bonus ist halt wirklich echt heftig. Also es ist wirklich extrem. So, ich nehme auf und die Nase geht wohl los. Nice. Warum auch nicht? Okay, also ich muss sagen, Gegner geht es übrigens um einiges schneller. Auch wenn wir hier noch einiges nicht erweckt haben und so. Könnten wir es gleich mal machen. Generell mal Suit erwecken und Gaunt erwecken. Vor allem Gaunt, Suit, naja, vielleicht. Eventuell nochmal generell ein bisschen was upgraden. Nicht nur erwecken. Mistake of Pet Tamer. Nice. Wir sind schon 109. Holy moly. Habe ich gar nicht so ganz realisiert irgendwie. Oder nicht so wahrgenommen. Keine Ahnung. Sagt nicht der DPS hier. 20k DPS momentan. Und Holy Cross. Zählt es mit rein? Holy Cross zählt nicht mit rein, oder? Oder doch? Ich bin mir nicht ganz sicher. Mal schauen, was macht Berserk hier wirklich aus in DPS? Ach, das geht über den ganzen Boss hin, oder? Ah, okay. Naja, gut, ich dachte mir, das updatet sich immer jede Sekunde. Oder doch? Ich bin mir nicht ganz sicher, keine Ahnung. Ist das sekündlich? DPS pro Sekunde, also rein theoretisch müsste sich jede Sekunde updaten. Andererseits bringt uns die Berserk irgendwie so gefühlt gar nichts. Die DPS ist nämlich genau die gleiche. Oder ich weiß nicht, vielleicht. Keine Ahnung. Vielleicht funktioniert das Ganze auch ein bisschen anders. Okay, 1,6 Millionen mal 2 nochmal, nur Upgrade-Scroll. Ja, war jetzt nicht so das. Nicht wirklich das Gelbe vom Ei. 11 Level drüber hier für den anderen Boss. Ich kenne Texturen. Kann man da hinlaufen? Ne, kann man nicht hinlaufen. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir schon nach Flaris. Erstmal upgraden. Ne, erstmal verkaufen, dann erwecken, dann upgraden. Vom billigsten zum teuersten. So, jetzt einen Müll weghauen. Gibt es noch mehr Müll irgendwie?
Ach, fuck. Das braucht man, das Ding. Okay. So, Alter, das Zeug ist so teuer. 10 Mille, 3 Mille für den Cancel. Schon heavy. Also billig ist das Ganze nicht. Das ist fast schon billiger, dass man einfach irgendwie sich tausende Blaine Gowns kauft, zum Beispiel. Was andererseits auch nicht so wirklich das so eine Sache ist. Ja, Crit-Rate ist nice, aber auf einem Blaine-Teil 6% Crit-Rate. Es ist schon geil, aber es bringt uns halt zu wenig jetzt fürs. Na gut, andererseits später für Dungeon und so hätte dann hat sich das Ganze schon gelohnt. 9% Angriffstempo. Also 9% Crit-Rate würde ich lassen. 35 Attack ist halt wieder zu wenig irgendwie. Skaliert halt nicht auf irgendwelche prozentualen Attack-Dinger. 2% Crit-Rate. Immer solche komischen Kombos irgendwie. Crit und Attack natürlich richtig geil. Ja, ist so in der Art, nur ein bisschen höher dann vielleicht. Das momentan bringt uns halt gefühlt so gar nichts. Oh! Oh, holy moly. Okay, jetzt haben wir 35% Crit-Rate. Ich, fuck, ich weiß nicht mehr genau, wie hoch das gerade war. Das ist richtig nice. 7% Crit, 50 Attack. Ja, Steward 7 STA ist okay, aber. Fuck. Besser, das ist Salem. Der Admin von. Tidefly. Oder einer der Admins zumindest. Oder einfach nur irgendein Typ, der genauso heißt. Kann auch sein. Wahrscheinlich heißt er einfach nur so. Crit-Schaden. Oh Gott, ich kriege mich auch die ganze Zeit Crit-Schaden dann. Ist sogar ziemlich scheiße, wenn wir jetzt irgendwie 20% Crit-Schaden so kriegen. Das ist immer echt ziemlich am Arsch. Das wäre jetzt echt Worst Case. Okay, ich weiß gar nicht, ob ich das Ganze eigentlich hier gerade wirklich erwecken will. Ich meine, es wäre geil, aber es wäre halt genauso im gleichen Moment scheiße. Ich meine, Dex wäre auch in Ordnung. Dex oder Dex oder STA? Ich habe so Schiss, dass ich hier Crit-Rate, Crit-Schaden kriege. Ich meine, selbst Crit-Rate wäre schon kritisch. Ja, sowas hier gerade. Sagen wir 10% oder 8% Crit-Rate. 7 Dex. 40 Def. Ist jetzt ein Scheiße, aber geht ein bisschen besser. Also 10 plus an Dex für das STA hätte ich jetzt schon ganz gern. Oh, verdammt, ey. Damit kann ich gleich mal 100 kaufen, auch wenn man irgendwie Sachen droppt und so weiter, das ist ganz nice. Haben wir noch irgendwie Geprotect oder so? Haben wir momentan keine mehr. Scrubs Melting, wo war das da? Element Upgrade, Banker, ja. Death Attack. Ja, STA-Pad müssen wir uns auch mal machen. Ja, wird auch wieder wichtig. Ich habe meins gehabt und habe es dann aufgegeben, weil ich beim AOE viel zu oft stirb. 4 STA, Mann, verdammt. Wir hatten gerade vor, also insgesamt hatten wir vor 7 STA. Erinnert mal 7 Dex. Ach, scheiße, ich hab gewusst, dass sowas kommt. Das bringt mir einfach zu wenig. Ich meine, 3% Geschwindigkeit ist auch noch okay, aber du musst irgendwie zumindest ein kleiner Teil AOE relevant sein. Zumindest so ein bisschen irgendwie. Ja, so STA plus 4 noch drauf und ich hätte es genommen, aber irgendwie so ein bisschen was fehlt einfach. Ich weiß übrigens, es gibt einen Quick Awake. Nur für die Pascalste, die ich jetzt wirklich mir kaufe, lohnt nicht wirklich. Die Dinge kosten einfach zu viel. Ja. Shit, ey. Das läuft ja genauso gut wie beim Bitcoin-Traden teilweise. Ich denke, es ist so, jetzt musst du noch ein bisschen mehr investieren, wird's geiler. Genauso ist es eben nicht. Nicht immer. Oft nicht. Meistens nicht. Man soll immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Das ist immer das Problem. Oh.
Fuck, ey. Der STR bringt uns halt später erst was und dann hätte ich, glaube ich, lieber Crit-Schaden. Oder halt mehr STR dann direkt. 6% Geschwindigkeit. Fuck, ey. 10 bzw. 14 Stats waren schon okay, aber. Das waren die falschen Stats einfach. Also nicht mal jetzt direkt die falschen Stats, aber. Jetzt primär gerade bringt mir das halt. Ah, fuck my life. Ja, das kann ich jetzt nicht canceln. Ich kann jetzt keinen 9% Crit-Schaden und 4% Crit-Rate canceln. Das geht nicht. Kann den machen. Okay, so, das Qualls. Stackt euch mal kurz. Smelting. Genau, bis plus 7 wirkt das Ganze. Da haben wir noch ein paar, genau. Ich würde sagen, die 10% mehr Upgrade-Chance, die nehmen wir einfach mal ganz kurz mit. Ich habe das Ding, glaube ich, noch nie benutzt oder kaum benutzt bisher. Ein oder zweimal vielleicht, maximal in 12 Jahren oder 11 Jahren vielleicht. Ah, funktioniert gut, das Scroll. Super, cooles Scroll. Ich muss sagen, sehr effektiv. Frag mich nicht, warum ich immer 15 kaufe. Ich bin immer zu faul, dass ich 20 eingebe, also dass ich die erste Zahl wegklicke und deswegen meistens irgendwie eine 5 rein oder so, keine Ahnung. Hinterfragt einfach nicht. Oh, plus 6 für mehr Drop, mehr Blockrate bringen. Mehr Droprate, genau. Mehr Drop, mehr Block. Mehr Blockrate wäre auf alle Fälle nice. Einfach zum AOE und so. Und einen besseren Glow. Eigentlich meistens für einen Glow, aber egal. Ich weiß nicht, ob hier die Raten geringer sind oder ob ich einfach nur so unglaublich viel Pech habe. Ich meine, ich habe 10 Fails auf plus 6. Really? So, ich hau noch 20 rein, dann lasse ich's. Bin ich wirklich nur so unlucky oder sind die Chancen hier wirklich geringer? Ich glaube, sie sind geringer, aber ich bin mir nicht sicher. Okay, langsam bin ich mir vielleicht sicher. Keine Ahnung, ich habe jetzt so wenig gehabt bisher, dass ich das Ganze wirklich jetzt beurteilen könnte, aber irgendwie auch beim. Na gut, Socken ging eigentlich. Aber schon von plus 3 auf plus 5 war echt scheiße. Oder ich sag gerade einfach wirklich richtig extrem. Fail. 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 Success, maybe. Oh, lol. Dann rest mal noch raus, vielleicht kriege ich irgendwie das Ding auf plus 7 oder so. Ah, nevermind. Die Chancen hier sind echt ziemlich gering. Also hier mal schnell Set auf plus 8 oder so. Ist lustig. Ich weiß nicht, wie hier die Farmmap ausschaut, ob die wirklich so gewinnbringend ist. Come on, hau durch. Okay, so, dann haben wir insgesamt 6% Blockrate statt 3% Blockrate. Das bringt uns insgesamt jetzt 41% Blockrate statt 38 oder so. Oder? Irgendwie so eine Art, glaube ich, war das. Okay, ja, das ist okay. Dann gehen wir mal schnell nach. Glow, by the way, ist ganz cool jetzt. Ja, es ist nicht übermäßig, aber ist okay. Gibt es sonst irgendwas mit Treffsicherheit? Ein Allstat haben wir, glaube ich, vorher schon gehabt. Das macht keinen großen Unterschied mehr. Ja, ich überlege gerade, lohnt es hier gerade nochmal anzufangen? Also Leveln lohnt es nicht mehr direkt. Allerdings, da kommt das Set vielleicht. Vielleicht lohnt das Ganze da. Ganz egal, was die droppen oder ob die irgendwas droppen. Wenn es einfach nur Penya ist, dann whatever. Ich glaube sogar fast, dass die Pena-Drops die besten Drops sind auf Crusade. Jetzt haben wir hier unsere epische Crit-Rate, wo wir jetzt mehr haben. Da. Einfach fun. Okay, perfekt. 3,6k Attack und wir haben natürlich viel Crit-Schaden. Critical Bonus. Critical Bonus ist wahrscheinlich Crit-Rate. Crit-Schaden. Auch wenn es komisch formuliert ist. Also ich gehe davon aus, dass es Crit-Schaden.
Ja, gut. Ich muss sagen, ist cool. Also 15% jetzt einfach mal so für nix im Prinzip. Generell Crit-Rate haben wir jetzt wirklich viel bekommen. 13% haben wir insgesamt bekommen. Nein, was laber ich? 11%. Aber das geht. 11% Crit-Rate mehr. Ja, damit kann man leben. Ist der Drop jetzt bitte wirklich so viel Geld, wie ich jetzt gerade vermute? Wahrscheinlich droppt es eine Million oder so. 6,8 Mille. Plus Waffe 7 Millionen. 7, 7,5 oder so. Das geht eigentlich. Naja, ist in Ordnung. So, gibt es da noch einen? Okay, hier warten alle schon wie die Geier. Immer diese Blades da. Campen die Gigs, wie damals. Poppy. Keine Poppy. Dann probieren wir es nochmal ganz kurz schnell in Caldera. Ich verstehe immer noch nicht, warum Caldera da unten angesiedelt ist. Ist irgendwie komisch. Okay, den ersten versuchen wir einfach, den zweiten. Da dauert es zu lang und bin ich jetzt zu faul. Das passt. Warte mal, ich brauche gar keine anderen Beats für die Level 3er Beats. Also keine irgendwie sekundären Beats oder so. Weil es ist ja oft so, dass du dann irgendwie für Level 3er Beats noch irgendwie Level 2er brauchst und Level 1 und so weiter. Guild War. Achso, ich dachte, ich habe gerade Street Guild War gelesen. Oder Guild War Street oder so ein Scheiß. Ja, die Event 4 könnte man auch farmen noch. Sollte man ja auch farmen, aber. 110, das ist genau ein Level über uns. Das ist gar nicht mal so lustig, vielleicht für uns. Mal schauen. Ich meine, es soll das kein Problem darstellen oder so, aber. Mal schauen. Ja, Crit-Rate ist am Start, also von daher. Geht eigentlich. Ich meine, wir haben 0 STR geskillt und wir critten halt trotzdem irgendwie 13. Vielleicht sogar 14k oder so, vielleicht sogar 15k. Ja, 14k haben wir gerade gehabt. 15k müssten eventuell noch drin sein. Gut, das ist ein Level drüber und wir haben was auf der Waffe drauf. Feuer, Feuer gegen Feuer. Gar nicht mal so gut jetzt. Ich verrecke jetzt hier hoffentlich gerade nicht direkt. Holy fuck, ey. Ich habe eine Mietzelle dabei, sonst einfach im Prinzip gar nichts. Kleine Scheißmonster, die sind echt ein bisschen nervig. Die machen wirklich viel Schaden, aber immer so ein bisschen die ganze Zeit. 27 KP, was haben wir jetzt irgendwie vergessen? Oder haben wir jetzt irgendwas deaktiviert? Oder ist irgendwas nicht mehr aktiviert? Ach stimmt, die komischen Event-Power-Ups sind uns aus. Na, okay. Wie das an? Fluffy Fun ist an. Buffs sind alle 20, das geht eigentlich. Ja, trotzdem knapp 28 KP. Ist in Ordnung. So. Jetzt haben wir einen schnellen Gig weg. Ringmaster bräuchte auch mal mehr Cast Time. Der hat noch immer drei Wedge-Teile statt vier. Da fehlt noch die Dingsuit. Ach stimmt, es gab ja einen Rollback, glaube ich, damals. Da gab es einen Rollback und da haben wir, glaube ich, wir haben nicht viel gemacht in der Folge. Aber ich habe irgendwie nur eine Wedge-Suit bekommen, gekauft oder geschenkt bekommen oder so. Und die habe ich deswegen gar nicht mal. Lol, das ist mir jetzt erst jetzt aufgefallen. Weil diese Vakrantos-Suit schaut echt genauso aus, die weibliche. Deswegen, irgendwie witzig. So, 10 Millionen mal 2 wieder. Nice. Keine Waffen. Ja, aber ist okay. So, naja, dann auf alle Fälle danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten FlyFLP.